So, willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play World of Warcraft. Battle for Azeroth. Ist es nicht Battle of Azeroth offiziell? Nein, eigentlich vor. Aber jeder sagt zwar BFA, aber der offizielle Titel ist Battle of Azeroth. Moment. Nein. Nee, tatsächlich vor. Okay. Tja. Ja, stimmt, sonst wäre die Abkürzung Boar. Boah, geil! Boah, halt die Fresse. Boah, leck mich doch. Und die Stellung, wie meine schicke Dame sich da hingestellt hat, die hat jetzt voll zum Satz gepasst. Ja. Ey, langsam. Ja. Ab und zu gibt's ja dann doch noch schicke Zufälle. So, weiter geht's. Machen. Ja, natürlich. Der luzide Albtraum wird ausgepackt und dann müssen wir nach hier jetzt zum große Fragezeichen jetzt erst rein. Das ist bei HDZ dorthin. Da ja. Hinten sind die ganzen Piraten. Ja. Passend zum Add-on. Ja, durchaus. Naja, zumindest von einer Insel. Ja. Ja, da wir jetzt gerade Allianz spielen, passt's. Ja, das ist allerdings korrekt. Dauert aber noch ein bisschen, bis wir so weit sind. Ja. Ein bisschen länger. Ha. Wollen wir mal bei HDZ reinhopsen? Wir können es versuchen. Also es gibt da ja Dungeons, die man machen könnte. Auf unserem Level? Ja, passt. Warte mal, da gibt es doch sowas Schönes. Der Abenteurer. Den Abenteuerführer, so heißt das. Kommt das Classic. Weißt du, wie es auf Englisch heißt, das Teil? Na? Encounter Journal. Aha. Also, uns wird vorgeschlagen: Krater von Ungoro, Haupttor von Stratholm, zufälliges Schlachtfeld, Silithus. Ja, ist direkt um die Ecke. Und Teufelswald könnten wir leveln. Ja, ich habe hier Sümpfe des Elends, verwüstete Lande, brennende Steppe, sengende Schlucht. Oh. Mann, ist das heiß heute. Winterquell hätten wir auch schon vorgeschlagen. Ödland, östliche Festländer, Winterquell, ja. Teufelswald, sengende Schlucht, brennende Steppe, verwüstete Lande. Verwüstete Lande wäre ja eigentlich das nächste wegen hier, ne? Habe ich ja vorhin gerade auch nur vorgelesen. Sag mal, Sümpfe des Elends, sind die gebietsmäßig nicht vor den, hier, ne? Ja? Vor verwüstete Lande. Ja. Aber ich glaube, hiernach gehen wir dann so ein bisschen verwüstete Lande, oder? Naja, erstmal hier die ganzen Quests erledigen. Haben noch ein bisschen was zu tun. Dann hier hinten lang. Muss da immer außen rum. Ja. Kräuter. Finger weg. Bergbau gibt auch nichts. Wobei doch Bergbau und Kräuter ist glaube ich das einzige, was eben EP bringt. Das ist mystischer Kessel. Aua. Aua. Ist der braucht? Tja. Übel. Gehört. Bärchen. Höhle? Höhle. Höhle. Meins. Willkommen in Hamburg. Oh. Ich dachte mir so an. Da brennt jemand. Nemo. Du sollst nicht gleich durchdrehen, nur weil du denkst, der futtert dir dein Fleisch weg. Du musst nicht gleich alle niederbrennen hier. Die wie geben uns Quest. Es ist ein. Mann, Alter, brennst du? Ja, natürlich brennen die alle, wenn du sie anzündest. Und noch mehr Quests. Hey! Da mir gerade was Hübsches auffällt, und zwar wir lesen die Questtexte ja sowieso nicht vor.
mache ich bei Autopilot automatisches Quest annehmen und abgeben an. Huck, seid ihr aber ja. Groß. Schön. Toll. Ich bin außer Reichweite. Wenn man ja zwischenzeitlich einfach mal so durch das Schlachtgetümmel läuft. Einfach mal so. Greift dich hier nichts an? Nö. Sind beschäftigt. Aber wir müssen sie killen. Ja, ich sammle erstmal kurz ein paar Dinge ein, die wir brauchen. Hier stehen auch teilweise vereinzelt rum. Ja, so ein Zeug, was am Boden liegt. Aha, ja. Datenbeute. Ich meine, da du ja eigentlich der Kämpfer bist und nicht nur der, der für dich aufs Maul bekommt, ne? Kannst du ja eigentlich. Ja. Und ich sammle das Zeugs auf. Während du tötest. Nee, stopp halt, du bist der Heiler, ne? Bräuchten ernsthaft noch einen, der draufhaut. Ich bin natürlich nicht der Heiler. Deswegen heile ich dich nur die ganze Zeit, weil ich definitiv nicht der Heiler bin. Verstehst du, dass ich nicht der Heiler bin und ich deswegen nicht heile? Soll ich dich mal an gestern erinnern, wo du auch der Heiler warst und keine Ahnung, wie weit weg von mir? Ich war nicht der Heiler, ich war der DD immer noch. Das ist ja noch schlimmer. Du warst nicht da, um zu tanken, was dein Job war. Ich hab gesagt, ich war Damage Dealer, nicht Tank. Das sagen alle. Sieht immer wieder zu, Leute. Sagen alle gar Tanks. Nicht. Oh, gut, dass du gerade ein Tank spielst. Ich brauche ein Ziel. Warum? Sehr gut. Jetzt heißt es eh nur noch Piraten. Nö, ich brauche noch ein paar von den schmucken Gegenständen von denen. Ah, ich, Ist ja auch überall hier Sachen liegen lassen, schlimm. Schlimm. Ich muss näher ran. Klopft so schön. Ja, ich sehe es. Ach, da kommt. Schöne Prise. Schöne Prise Heilung. Ich dachte, das würde dir gefallen. So zum Abwechseln. So, wo bist du jetzt? Ganz weit weg. Ganz weit weg. Weit. Na komm, nehmen wir uns mal die Dreiergruppe. Ja, mach das. Oh, das ist ganz cool. Ach was. Ich muss ganz ehrlich sagen, G-Welle finde ich gar nicht so schlecht als Game. Der hatte ich. Ja. Ich glaube, der kennt dich von irgendwoher. Dem schuldest du scheinbar noch was. Mal abgesehen von ein paar auf die Fresse. Ich geh schon.
Oder zumindest dachte er das. Vielleicht hat er auch gemeint, du hast beim letzten Pokern geschummelt. Mit Sicherheit. Ich bin auch in Reichweite. Das ist so weit in Ordnung. Ich hasse es, wenn sie so viel. Und dann zurückkommen, als wären sie die Typen mit den größten Eiern. Oh, wir sind fertig. Ja, ich dachte, ich lasse noch ein bisschen einen Spaß. Ja, es ist so, sie hauen ab, ne? Und dann auf einmal kommen sie wieder so nach dem Motto, boah, ich bin's. Uhu. Neues Teil bekommen, was ich noch nicht hatte. Also langsam muss ich mal meinen ganzen Trash hier loswerden. Auch die Hose, aber... Jetzt habe ich aber die Brustplatte bekommen. Weiß zwar noch nicht ganz woher, aber ich habe sie jetzt auf jeden Fall. Schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe hier noch Agro. Brauche ich noch Agro? Hallo? Hier noch ganz sauber. Ah. Mammut! Ja, es gibt noch so ein paar kleine Zeige. Naja, was soll's. So schlimm ist er hier jetzt auch nicht. Kaufen und reparieren. Verkäufen und reparieren. Ja, verkäufen und reparieren. Das sieht gut aus. So, jetzt dürfen wir... Es gibt ein paar Sachen, die ich hier echt nicht verkaufen kann, ne? Goldfüllung. Zuchtmeister der Süd. Mehr Freibeuter und Nachtzulfarag. Ich glaube, Zulfarag machen wir relativ spät. Da Zulfarag auch bis Level 60 mitskaliert, sollten wir uns doch frühestens mit Level 70, 80 zu zweit reintrauen. Ich dachte so, Dungeon anmelden und so. Hä? Ist ja lame. Ja. Oh, und da kannst du dich mal so richtig schnell als Tank oder Beweis stellen. Und ich mich als Heiler. Hust. Ganz ehrlich, du als Heiler hast ja nur einen Job, und zwar den Tank zu heilen. Alles andere ist doch voll uninteressant. Eigentlich schon, ja. Das ist so weit entfernt. Und hier ist irgendwo ein Elite-Mob. Glitschige Seifenlauge in der ganzen Zeit. Hier, Crack Kielhol, das hört sich für mich an nach einem Goblin. Ja. Wollen wir uns den nicht auch gleich holen? Natürlich. Der ist drüben. Der ist drüben? Ja. Dann schnappen wir uns den natürlich gleich. Hat das Schiff. Ich muss näher ran. Enter das Schiff, wir sind doch noch zweit. Ja, natürlich, enter das Schiff. Du machst im Sinne von ihr und ich setze mich zurück und tank. Ja, und ich heile und wer macht Schaden?
Okay, wir machen jetzt frei. Immer muss man alles selber machen. Oh, ich habe einen Gürtel bekommen. Ja, ich habe eine Brustplatte. Toll. Oh, auch wieder Kette. Die Brustplatte sieht für Frauen noch nicht immer so übel aus. Aber die Frauenbrustplatten in Kette, die sind eh immer so bauchfreie Teile. Ja, irgendwie schon. Ja, also ich würde sagen, mein Panda ist jetzt dann auch bauchfrei. Beziehungsweise so halb. Bei Panda ist er meine dafür nicht, ne? Bauchfrei. Oh, hier mal. Wenn du es haben möchtest, ist es meinetwegen, aber ich sag jetzt mal so, es bringt ja nichts. Ich bin außer Reichweite. Heute musst du deine Jäger schicken. Wenn, dann muss ich um Hilfe rufen. Wo bist du denn überhaupt? Unter Deck? Oder bitte unter Deck? Vorheben. Hab's überlebt. Und Handschuhe bekommen. Opulente Handschuhe der Auro. Bist du ganz nach unten oder was? Natürlich. Kein Wunder. Was für dich zu guten. Dann wäre es ja nur fair gewesen, wenn du gestorben wärst. Nein. Doch. Wenn du einfach vorläufst. Wie ist jetzt der Lappen? Oh, Truhe. Schlüssel des Kapitäns benötigt. Wo ist der Kapitän? Andere Schiff vielleicht. Oh no. Weil hier ist er ja offensichtlich nicht. Oben ist auch noch was. Hm? Oben. So. Schiffssegel. Ich habe kein Ziel. Weiter oben nix. Nee. Und so kann man auch Parts unnötig strecken. Hauptsache den ganzen Trash killen. Ja, wir sind erst bei 17 Minuten. Ach so, ja, gut, dann muss auch gestreckt werden, definitiv. Ich mach Leben. Meister. Ich muss noch mal gucken, welche Skill-Reihenfolge zuerst kommt. Flammen, Feuer oder ihr Fasswurf. Ich hab noch im Kopf, dass zuerst Fass hier. Aber du denkst auch schon dran, dass ich das ja inzwischen geändert haben schon Dingsen. Ja, tatsächlich. Fass hieb zuerst und dann wird's gut und dann Feuer. Hm. Ja, weil eben, gerade weil es in Legend umgekehrt war, da habe ich noch in Erinnerung gehabt, dass ich das hier beim Let's Play immer falsch hatte. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nope. Der lebt ja schon wieder. Hartnäckiger Kollege. Ganz hartnäckiger Kollege. Sowas von hart. Wo ist jetzt hier? Ach, hier geht's weiter runter. Hm. Ja.
interessant. Früher können wir uns nicht. Also, bis jetzt, ich weiß nicht wieso, aber ich bin irgendwie ein Kapitän. Stimmt. Ich ziehe eine Meuterei. Meinst du, hab ihn über Bord geschmissen. Da hast du den Kapitän schon ermordet. Ja, mit Sicherheit. Schau mal nach, ob du einen Kapitänsschlüssel hast. Nein. Aber ich hab flüchtiger rum. Mit dem ganzen Gerät muss ich mich schon ein bisschen betrinken. Ich habe kein Ziel. Bin eigentlich der Braumeister, ne? Und ich vergesse die ganze Zeit meine Gebräue zu benutzen. Siehst du, das war so durch die Blume gesagt, benutzt mal deine Gebräue. Gebräue? Power? Gebräue. Gebräue müssen Meister sein. Aber Heilung, so geht das. Ich kann sogar auf einem Bein stehen. Der Kranichstellung. Kannst mal sehen. So standhaft bin ich. Weil du hast so ein paar Kollegen hinter dir. Ja, ne? Werfen mich hier mit Flaschen? Tja. Der Kapitän auf dem Schiff. Irgendwie muss man doch die Box aufbekommen da unten. Vielleicht bekommst du den Schlüssel irgendwo anders. Muss ja scheinbar. Das ist durchaus möglich. Naja, wir haben hier, glaube ich, Goldfüllungen. Da müssen wir woanders hin. Naja, da ist da halt eine Schatztruhe, die wir nicht plündern können. Gib aus Wasser! Brauchen wir das Wasser? Damit wir nicht noch mehr Lappen anlocken. So. Ach was, die sind so doch ganz freundlich. Die sind ganz freundlich, ja. Wo schon, ich sollte mir mal endlich mal irgendwie so ein Wasserbau zulegen. Ja, ich habe ja den Dunkeljahrmarkt drauf. Bei dem muss man auch nichts tun, außer angeln. Ach so, ja, gut. Vielleicht setze ich mich nachher mal eine Runde hin und angeln eine Runde. Man kann es auch nur während dem Dunkelmond ja mal kaufen. Ich war der Meinung, irgendwas unten brauchen kann man auch noch. Siehst du, wir schon wieder ein Level ab. Und ich bin gerade bei 78%. Ich habe aber keine Blume mehr geholt seitdem. Würde ich jetzt auch sagen. Hast du einen Teil weniger an? Ich will so XP geben und. Hast du die Ringe? Nein. Gut, ich auch nicht. Die habe ich bis heute noch nicht bekommen, die Mission. Und selbst wenn, hätte ich viel zu wenig Öl dafür. Hm. Meine Garnison, die ist so auf dem Leitersein-Level. Ich bin außer Reichweite. Schon 10 Goldfüllungen. Interessant. Das ging gut. Schnell. Ha? Und ich muss mich mal ein bisschen selbst heilen. Ich hab bis jetzt 9 Füllungen. Das
Was ganz lustig ist, wenn du dein Gebräu einsetzt, dann hört man richtig so, wie du so einen Korken aus der Flasche rausziehst. Ja, ne, das finde ich auch. Vor allem, ich höre ja auch noch, wie es das säuft. Das ist schon sehr mühsam, muss ich sagen. Ich brauche ein Ziel. Sehr, sehr lustig. Hatte ja nur ein Goldzahn, pleite Geier. Oh, Rare Mob. Ja. Also NPC-Scan, ich muss dich mal neu einstellen, was die Entfernung angeht. Das ist zu weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, schon fertig. Ich hab was bekommen. Ja. Ich auch. Und die Handschuhe sind... Besser aus als das. Ja. So ist ja alles tot. Wir waren hier noch gar nicht. Klasse Handschuhe. Wie, wie, wie. Und die Stufe 47. Wird ja mal besser. Du sollst mich nicht zu dir ziehen. Du sollst zu mir laufen, du Sack. Er sagt nein. Der NPC sagt nein. Weil ich glaube teilweise echt, dass ich mal umskillen sollte auf hier Windläufer. Nein. Ich muss näher ran. Einfach weil uns der Damage gerade fehlt. Das Let's Play heißt nicht umsonst Heiler. Denk dran, ich bin aus der Reichweite. Man könnte hier Vorsätze, neues Jahr. Nein. Wir brauchen noch retten. Merkst du nicht was? Nein. Nur doch so ein Stechen im Rücken, so ein Pieksen. Kennst du das? Ja, wie bei der. Oh. Jetzt ist so merkwürdig. Das ist das einzigste kleine Problemchen. Das andere geht ganz gut. So, jetzt. Oh. Und er konnte mich nicht ranziehen. Das finde ich jetzt aber interessant. Ich muss näher ran. Zwei Goldzähne. Weißt du was? Wir holen uns die drei hier zusammen. Oh. Hallo? Stell dich mal hierher zu mir. Hättest du den nicht leben sollen dafür. Ich stehe hier extra wegen dem scheiß Fernkämpfer. Der ja. Hat's mit dir, ne? Ja. Du hast den Geld? So sehr. Sorry, Bro, aber no homo. No homo. Und ab. Zurück. Aber wir kommen doch ganz gut voran. Das ist schon. Es kommt einem trotzdem echt ewig vor, bis die endlich mal zur. Ja, bis die endlich mal ja tot sind. Ja, das stimmt allerdings. Aber ich finde, es ist inzwischen schon angenehmer geworden als vor dem Release vor BFA. Ja. Weil zum Pre-Patch fand ich das echt. Ja, es gab ja auch noch einige Sachen bei der Skalierung, die noch nicht so sind, wie Blizzard es gerne hatte. Unter anderem waren halt viele Sachen noch falsch skaliert. Auch Bosse in Dungeons. Ja. Kapitän! Ah, von dem kriegen wir den Schlüssel. Wahrscheinlich. Wow, 47. Geil. Was sagt eigentlich die Uhr? Ich sag 29 Minuten. Sehr geil. Ah, wir schaffen das nicht mit 20 Minuten. Abwechslung halten. Etwas enger Part. Ah?
dann halt mal so zur Abwechslung ein etwas längerer Part. Ist halt naja, mal so. Der letzte war auch 28 Minuten, jetzt sind wir bei 30. So, wir sehen uns dann schon mal in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.